The Dark Side in Rosa. Wir schminken jetzt einen schnellen Alltagslook. Ich habe 10 Minuten Zeit. Ich hoffe, ich mache das ohne Foundation, denn ich habe eigentlich auf Foundation gar keinen Bock. Ich muss nichts aus. Also, ich gleiche nur meine Lider aus, mache meine Augenbrauen und mache sonst gar nichts, weil ich schwitze eh. Und ich dachte, so ein bisschen ein leichtes Sommer-Make-up schadet nicht für den Alltag. Deswegen habe ich The Dark Side. Es war auch ein Videowunsch von Melanie, glaube ich. Ich glaube, Melanie. Ich weiß es nicht, ich schreibe auf jeden Fall mal den Namen hin. Ich glaube, das ist der Videowunsch von dir, war. Steinigt mich nicht. Ich habe so viele Screenshots gemacht und aus Versehen gelöscht, weil ich ja ein neues Handy habe. Aber ich glaube, du warst das. Ich brauche immer eine Lidschattenbase. Von daher, ja. Mein Stativ ist im Arsch. Ist so ärgerlich. Also wenn ihr so ein bisschen schnell dran seid, dann liegt das wirklich an dem Stativ. Wir fangen an. Ich würde anfangen mit tatsächlich dem Rosanen. Das ist The Dark Side Palette. Die habe ich echt selten benutzt. Ich muss sagen, sehr, sehr schade, dass ich sie kaum benutzt habe. Weil es eigentlich echt eine schöne Palette ist. So, dann benutze ich den hier. Ich möchte nicht so viel Lidschatten auftragen, damit ich nicht so... Ja, ich benutze den dunkelbraun und mache mir eigentlich hier nur so... Bin ich im Fokus? Ich weiß nicht. Diva. Ich wäre ja schon fast ready. Ich ziehe meine Augenbrauen noch nach. Ich brauche auf jeden Fall noch einen fluffigen, sauberen Pinsel und da benutze ich Cloud. Und trage es mir einfach hier auf den höchsten Bogen auf, damit ich das hier so säubern kann. Ich finde das nämlich nicht ganz so schön. Wenn das zu rot ist. Wäre eigentlich ready.
sie mir noch einen dünnen Lidstrich. So, einmal das Innenwinkel noch highlighten. Und dann sind wir aber echt durch. Dann habe ich auch nicht mehr so viel Motivation, was zu tun. Denn es verschwimmt eh alles. Also mit Cloud, mit dem hellsten Ton, einfach den Innenwinkel highlighten. Und dann ready. Wimperntusche. Und dann habe ich, glaube ich, 8 Minuten für ein Augen-Make-up gebraucht. So sieht es aus. Naja, es sieht jetzt nicht so wunderschön aus. Aber dennoch alltagstauglich. Und das ist mir eigentlich das Wichtigste. Ich benutze jetzt nochmal diese Wimperntusche. Was wasserfest ist. Mit Pony geht das dann wieder. Ein bisschen messy. Oh, meine Haare wurden auch mit getuscht. Ja, ihr seht ja, mein Oberkörper ist mein Kopf ist immer hell. Ich kann so viel ohne Foundation rumlaufen. Wird nichts. Ich creme jetzt noch mein Gesicht ein. Das war's dann. Wenn du dir natürlich einen anderen Look gewünscht hast, dann mache ich nochmal einen. Aber das war so eine Idee, wie es doch ein bisschen rosaner ist und doch nicht zu viel ohne Foundation. Mit Foundation wirkt das alles ein bisschen schöner, muss ich schon sagen. Ich trage auch lieber Foundation. Aber ja. Aber bei den heißen Tagen, nee, danke. Nö, danke. Da verzichte ich gerne drauf. Das war easy peasy und in 7 Minuten fertig. Bis zum nächsten Mal. Ciao.